Sei willkommen, Fremde. Fahrlicht. Der letzte Teil des Sonnenreichs vor dem verbotenen Westen. Ein Kajahorn. Vielleicht heißt das die Gesandtschaft der Gegenwart. Okay, ich muss rausfinden, wer hier das Sagen hat. Aber zuerst sollte ich Vorräte auffüllen. Vielleicht sollte ich mich mal umsehen. Da ist Erend. Er hat wohl einiges Infos. Du bist schon... Meine Herren? Unser Stichwort. Wird es so besser? Ich würde dich einladen. Wer rettet dann die Welt? Lass mich raten. Du hast es eilig. Also, frag einfach. Wenn du was brauchst. Was weißt du über die Gesandtschaft? Nicht viel. Nur, dass Abazi unbedingt entsenden will. Er will partout Frieden mit diesen Tenakt. Aber wie ich höre, sind die nicht sonderlich erpicht auf Diplomatie. Sie lassen Klingen und Pfeile sprechen. Wenn du zu ihnen gehst, sei vorsichtig. Das könnte schnell übel werden. Ich werde dran denken. Was weißt du über den Ort? Nichts Gutes. Dorthin haben die Kaja die Gefangenen der roten Raubzüge aus dem verbotenen Westen gebracht. Die Glücklichen wurden zu Sklaven. Der Rest wurde zum Sonnenring in Meridian gebracht. Als Opfer. So ist es. Die Tenakt verwüsteten ihn, als sie die Kaja aus dem Westen verjagten. Irgendwie verständlich. Jetzt bezahlt der Wart Osseran, ihn wieder aufzubauen. Egal, wie viele neue Steine sie verwenden. Das Blut bleibt für immer. Also, konntet ihr Ersa bestatten, wie ihr es vorhattet? Ja, konnten wir. Viele Leute erwiesen ihr die letzte Ehre. Die Hälfte schuldete ihr Gefallen. Die andere sogar ihr Leben. Ja, am Ende tranken dann alle. Das wildeste Begräbnis aller Zeiten. Das hätte ihr sicher gefallen. Scheiße, ja. Scheiße, ja. Hätte alle unter den Tisch gesoffen. Wie ist es gelaufen, seit... Du heimlich davon bist? Nicht schlecht. Die Garde schlägt sich gut. Hat der Wart nach dem Kampf gegen die Eklipse unterstützt. Nach einem Monat bestatteten wir aus seinem Anrecht.
Dann kam der Auftrag, Wadis auf seinem Weg zur Gesandtschaft zu behüten. Dachte, das wird ein Kinderspiel, also ging es natürlich schiefer. Du wurdest überrascht. War nicht dein Fehler. Noch ein paar von denen und ich glaub's. Ich sollte dann mal los. Lass dich nicht aufhalten. Aber willst du das wirklich? Ja. Die Welt retten. Bisschen viel für dich allein. Irrend. Schon gut. Den Versuch war's wert. Also, was ich sagen wollte, wenn du mich jemals brauchst. Weiß ich, wo ich dich finde. Nächstes Mal hoffentlich nüchtern. Verlass dich nicht drauf. Pass gut auf dich auf, Aloy. Sie ist positiv, Vajiv. Da ist eine dicke Steinmauer zwischen dir und den Tenakt da draußen. Yes, Sir. Hast du hier das Sagen? Ah, entschuldige, nein. Das wäre Kommandant Nozar. Ich bin Lavan, sein Stellvertreter. Also, was führt Aloy von den Nora nach Farley? Es geht um die Gesandtschaft. Ich brauche sie, damit ich nach Westen komme. Und jetzt, da Gelehrter Wadis hier ist, kann es vielleicht endlich losgehen. Ah, ja, der Sonnenpriester. Kam wild schreiend und tobend hinter seiner Begleitung hier an. Er liebt seine Schriftrollen. Aber die Gesandtschaft braucht noch. Kommandant Nozar meldete Bereitschaft, aber der Hornstoß der Tenakt-Marschälle fehlt noch. Also gut, dann lasst mich durch die Tore. Ich muss mit ihnen reden. Das glaube ich dir. Aber das geht leider nicht. Befehl von oben. Die Tore sind offen für alle, die sich hinauswagen wollen. Osseram-Plünderer, besonders wagemutige Kaja. Aber vor einer Gesandtschaft darf niemand rein oder raus. Das gilt, bis die Tenakt wieder weg sind. Was genau passiert bei diesen Gesandtschaften? Hauptsächlich wird Handel getrieben. Die Kaja erbringen ihren Tribut, Essen, Gewürze, Ausrüstung. Dafür erhalten sie von den Tenakt persönliche Gegenstände der Soldaten, die in den roten Raubzügen fielen. Diese aktuelle Gesandtschaft ist jedoch ein Sonderfall. Inwiefern? Die Tenakt geben einen von uns heraus. Einen Soldaten namens Verschaf. Sie haben ihn seit 5 Jahren. Alle sind nervös wegen der Gesandtschaft. Man weiß nie, ob eine Gesandtschaft gut läuft, bis sie vorbei ist. Wo finde ich Kommandant Nozar? Wenn er die Tore geschlossen hält, muss ich ihn überreden, sie mir zu öffnen. Ich bring dich zu ihm. Aber beachte eins. Der Kommandant hält sich ans Protokoll. Besonders, wenn er ohnehin angespannt ist. Wir werden sehen. Hier lang. Hier ist ja eine ganze Menge los. Die Tenakt haben hier während der roten Raubzüge gewütet. 2 Jahre Arbeit. Und es wird noch lange dauern. Der Arbeitsstopp in Kettenkratz hat beinahe unseren Wiederaufbau gestört. Aber eine gewisse Nora hat sie zum Arbeiten motiviert. Ich habe nur ausgeholfen. Naja, Alvund war sicher begeistert. Zur Seite, Soldat. Sir? Da ist der Kommandant. Mach dich besser bereit. Und viel Glück. Warum glaubt der Sonnenkönig? Wie können wir eine Gesandtschaft stattfinden lassen mit einem Stamm, der seine Leute nicht im Griff hat? Was will man von solch ungebildeten Wilden noch erwarten? Ah. Aloy, nicht wahr? Ja, die das Tal für euch gesäubert hat. Die Aloy. Wir wertschätzen deine Dienste. Wir sind bereit für den Beginn der Gesandtschaft.
Ihr habt doch das Signal gegeben. Beide Seiten müssen Bereitschaft signalisieren. Bis die Wilden ins Horn stoßen, warten wir. Ja, denn die Ersten werden... Klappe. Was dauert da? Die Tenakt sind ein Stamm, der aus 3 Stämmen besteht. Wie viele Banner siehst du denn? Oh, ihr wartet einfach? Findet raus, was los ist. Das ist nicht der wilde Osten, aus dem du stammst, Nora. Das ist der verbotene Westen. Gefällt's dir nicht? Lauf nach Meridian und beschwer dich da. Das Meridian, das ich rettete? Ganz recht. Niemand geht durch das Tor, bis der dritte Clan da ist und das Tenakthorn erklingt. Nicht einmal die Retterin von Meridian. Du hast Glück, dass die Retterin von Meridian noch ein paar Dinge erledigen muss. Eine weitere Runde im Schrecken lohnt sich vor der Gesandtschaft sicher. Und Tholis hat ein Jagdgebiet in der Nähe erwähnt, zum Trainieren. Retterin! Nur du kannst helfen! Carnava. Sie ist Meridians Retterin, nicht deine. Nenn mich einfach Aloy. Was willst du? Niemand hört mir zu, aber... Die Eklipse! Sie sind im Schrecken. Ernsthaft, Carnava? Aloy ist es, die sie besiegt hat, und du nervst sie mit diesem Blödsinn? Einige sind wohl nach Westen nach der Schlacht bei der Flamme. Eine der Wachen, Laruvik, schlich sich fort und traf sich mit einem. Ich wollte lauschen, aber sie sahen mich. Und dann wollte Laruvik mich töten. Ich wehrte mich. Es hieß er oder ich. Leider gibt es nichts Handfestes, das Laruvik mit der Eklipse verbindet. Und da Connor den Mord nicht bestreitet verurteilte, nur sah ihn zum Tode. Woher weißt du, dass Laruvik für die Eklipse arbeitet? Also, ich konnte zwar nicht alles hören, aber beide sagten das Wort Eklipse. Also für mich klingt das schon verdammt weit hergeholt. Man schreit Eklipse und schon entkommt man der Todesstrafe. Ich habe keine Angst vorm Tod. Aber wenn wir das ignorieren, werden auch andere sterben. Hast du bei diesem Treffen irgendetwas über ihre Pläne gehört? Nein. Aber die Lichtung liegt gleich östlich von hier, am anderen Ufer. Da haben bereits ein Dutzend Soldaten gesucht. Dort ist nichts. Ich kann Dinge sehen, die andere nicht sehen. Wenn Eklipse im Schrecken sind, finde ich sie. Vielen Dank, Aloy. Die Sonne segne dich. Immer mit der Ruhe, Soldat. Retterin von Meridian? Ah, Retterin, sag mal, du bist nicht zufällig auf dem Weg ins Niemandsland, oder? Vielleicht. Wieso fragst du? Ah, tja, offen gesagt, es gibt Schätze im Westen. Herrenloser Schrott und altes Metall. Und ich habe eine starke Truppe Plünderer, die sich dort auskennen.
Hast du keine Angst vor den Tenakt? Doch, sehr. Aber ich mache die meisten Geschäfte im Niemandsland. Neutrales Gebiet und so weiter. Fahrlicht ist unser Zugangspunkt, wenn sie nicht gerade für Gesandtschaften schließen. Ich hoffe doch, deine Ankunft bedeutet, dass sie bald öffnen. Ich habe schließlich ein Geschäft zu führen. Ich will diese Gesandtschaft hier ebenso sehr wie du. Glaub mir, ich arbeite daran. Gut zu wissen. Und vergiss uns nicht. Wenn du den Weg freimachen kannst, findest du unser Hauptlager gleich hinter Fahrlicht. Wir kaufen jeden Schrott, den du hast. Und wenn du Maschinenteile brauchst, wir haben die besten im Westen. Garantiert. Okay. Also bis später. Wenn du die verdammten Tore öffnen kannst. Ich bin wohl nicht die Einzige, die diese Tore öffnen will. Das muss die Lichtung sein, in der Conover die Eklipse gesehen hat. Blutflecken. Ein guter Ausgangspunkt. Hier hat Conover wohl ziemlich sicher diese Wache getötet. Vielleicht verrät mir mein Fokus, ob hier wirklich jemand Drittes war. Ich sehe eine Menge Spuren vom Kaja-Suchtrupp. Nicht hilfreich. Zerbrochene Äste. War jemand dort oben? Schwache Spuren. Sie führen von Fahrlicht weg. Mit meinem Fokus sollte ich ihnen folgen können. Mal sehen, wo sie hinführen. Vielleicht wird Conover ja wirklich nicht. Ich habe die Spur verloren. Es sind zu viele Maschinen unterwegs. Vielleicht finde ich die Spur ja auf der anderen Seite wieder.
macht schon auf zu suchen. Eine Menge. Wer auch immer es war, diese Maschine hat ihm wohl eine verpasst. Mit dem Fokus sollte ich der Blutspur problemlos folgen können. Wurde ein Aussichtspunkt eingerichtet. Verbände. Offenbar wollte der Flüchtige seine Wunden verbinden, bevor es weiterging. Ich sollte den Spuren folgen können. Ich könnte mich mit einem Fokus umsehen. Guter Blick auf Fahrlicht, wenn man das ausspionieren möchte. Fokus findet vielleicht was.
Ich muss eine Brutstätte suchen und herausfinden, wie man die überbrückt. Die Spur endet hier. Ist wohl in diese Höhle hochgeklettert. Mit der Wunde macht er es sicher nicht mehr lange. Die Jägerin wird zur Gejagten. Das hier sieht mir nach einem guten Versteck aus. In meinen Vorrat. Wir sollten sie alle töten. Gegen eine ganze Garnison? Nicht einfach. Ob Jarovik wirklich tot ist? Er ist nicht am Treffpunkt aufgetaucht. Er hat ihn diese dumme Wache getötet. Er hat die Nerven verloren. Dann müssen wir uns eben durch das Tor sprengen. Und was dann? Bayard war unsere Verbindung zu Wesley. Und jetzt ist er tot. Wir finden Wesley, wenn es sein muss. Aber erst müssen wir in Farley vorbei. Beim nächsten Wachwechsel greifen wir an. Konova hatte recht. Ich muss sie aufhalten, bevor sie noch mehr anrichten. Was, wenn Larovik ausgepackt hat und die uns erwarten? Was, wenn ich dir dieses Messer in den Hals ramme? Spar dir das für die Ketzer. Dann also Bewegung, los. Da! Da! Munition.
viel dazu. Da draußen sind sicher noch mehr von denen. Besser vorsichtig sein. Bitte helfen. Lauf lieber weg, bevor ich dich finde. So viel dazu. Klingt, als wären jenseits des Schreckens noch mehr Eclipse. Wenn dieser Reiher die einzige Verbindung war, könnte er einen Fokus haben. Damit könnte ich sie finden. Da ist wohl Hayat. Ist wohl seine Blutspur gewesen. Ich hatte recht. Hayat hat einen Fokus. Treue Eclipse. Wenn ihr das seht, habt ihr das Sonnenreich verlassen. Auf der Suche nach etwas, dem ihr folgen könnt. Reise endet bald. Folgt der Sonne bis hinter die Tore von Fahllicht, wo strahlende Eroberung euch erwartet. Ein neues Imperium. Ich muss diesen Vesri suchen und sein neues Eclipse-Imperium vernichten, bevor es entsteht. Da sind Koordinaten jenseits von Fahllicht. Hayats Maske sollte reichen, um Konovas Unschuld zu beweisen. Ich sollte sie nach Fahrlicht bringen. Als wir mit der Eclipse in Meridian kämpften, dachte ich, wir hätten es geschafft. Ich lag wohl falsch.
Und? Sag mir, dass sie dich nehmen. Sir? Da ist Erend. Er hat wohl einiges Intus. Achtung, Soldat. Sie ist zurück. Aloy. Schon was rausgefunden? Eclipse-Flüchtlinge haben am anderen Waldrand kampiert. Und sie waren bereit, sich durch Fahrlicht zu kämpfen. Du hast viele Leben gerettet. Aloy, du weißt, ich glaube dir. Aber Nozar, ihn werden Worte allein nicht überzeugen. Will er einen Beweis? Zeig ihm die hier. Und sag ihm, dass Cornova sein Leben riskierte, um einen Eclipse-Spion zu enttarnen und zu eliminieren. Du bist wirklich seine Retterin. Herzlichen Glückwunsch, Soldat. Du kommst hier raus, sobald ich das mit dem Stab geklärt habe. Ich werde die hier nur Saar bringen. Das war's dann? Das Ende der Eclipse? Beinahe. Diese Eindringlinge, die es vor Wochen durch Fahrlicht geschafft haben. Ihr Boss ist gefährlich. Er ist da draußen, im verbotenen Westen. Und stellt eine Armee auf. Sonne und Schatten, du willst da raus und ihn aufhalten? Ich versuch's. Ich will helfen. Ich kann kämpfen. Das weiß ich doch. Aber du hast viel durchgemacht. Genieß deine Freiheit, wenn du hier raus bist. Hast's verdient. Mach sie Plattretterin.
Javad sagte, die Dornrücken waren zuerst westlich vom Steinbruch. Ich sollte nachsehen, ob weiter hinten im Tal etwas ist. Guter Dornrücken bei den Wasserfällen. Ich schau lieber mal nach. Nach einem Aufprall aus. Vielleicht ist er von der Klippe gestürzt. Ich werde dem Pfad nach oben folgen. Viele abgeknickte Bäume. Wie nach einer Massenflucht. Sind die Dornrücken von hier gekommen? Das hieße... Die Höhle führt aus dem Schrecken hinaus. Mein Rucksack ist voll. Ich kann es später aus dem Vorrat nehmen. Sie sind eingestürzt. Sieht frisch aus. Da gehe ich wohl nicht lang. Ein toter Dornrücken. Die Gleise sind unter ihm weggebrochen. Die Dornrücken waren also hier.
Aus den Tiefen der Mine dringt Rauch.